Hallöchen, mein Name ist die Pretty Fly und im heutigen Video geht es darum, wie kann ich ein Objekt scannen für Oma. Das klingt ja erstmal alles ganz abgehoben und ganz teuer und ganz aufwendig und abgehoben ist es vielleicht ein bisschen, teuer ist es, wenn man weiß wie, nicht unbedingt, also eigentlich gar nicht. Und aufwendig ist es auf jeden Fall. Ich habe mir diesen knuddeligen Superbären ausgesucht, weil ich den gerne digitalisieren möchte, sodass er dann in meinem kleinen Modellflugzeug mitfliegen kann. Ich finde das total niedlich. Das heißt, wenn ihr Bock habt, irgendetwas einzuscannen, sei es irgendwie eine Stofffigur, die ihr dann später in euer Modellflugzeug reinsetzen wollt oder euren Kopter weil ihr es cool findet oder euer Modellflugzeug, dann seid ihr hier genau richtig. Das Scanverfahren unserer Wahl, was wir verwenden, das nennt sich Fotogrammetrie und das funktioniert nach folgendem Prinzip. Ihr nehmt euch eine Kamera und macht ganz viele Fotos von einem Objekt. Wie das genau läuft, erkläre ich euch dann noch später im weiteren Verlauf des Videos. Wenn ihr dann diese Fotos habt, dann gebt ihr diese Fotos in eine Software rein und diese Software ermittelt dann anhand der Fotos eine Punktwolke. Das heißt, es sucht sich auf jedem Foto gleiche Punkte raus und baut dann daraus erstmal so ein Punktmodell. Und aus diesem Punktmodell später wird dann ein richtiges 3D-Modell erstellt, was ihr dann im 3D-Drucker oder was auch immer drucken könnt. Dieses 3D-Modell, was aus der Fotogrammetrie-Software rauskommt, das ist bei diesen kostenlosen Varianten so meistens so semischön. Das heißt, wir müssen später das Modell dann noch einmal ein bisschen aufarbeiten und nachmodellieren. Das ist aber alles im Rahmen des Möglichen. Vorab ist natürlich zu erwähnen, dass ihr zum einen einen schon leistungsstärkeren PC braucht und natürlich auch jede Menge freien Speicherplatz braucht, weil wir werden insgesamt so irgendwas zwischen 200 und 400 Fotos machen. Plus natürlich die ganzen Mülldateien, die aus der Software dann raus entstehen. Also es werden bestimmt so irgendwas zwischen 10 und 15 GB sein, die ihr euch mindestens frei halten müsst. Was brauchen wir eigentlich zum Scannen? Und zwar ist es erstmal eine Kamera, das heißt entweder eine richtige Kamera oder ein Handy oder was auch immer. Das ist grundsätzlich erstmal scheißegal. Dann brauchen wir einen PC. Wir brauchen diverse Software, unter anderem Meshroom. Dann brauchen wir Blender. Das war's soweit erstmal. Die Download-Links zu den einzelnen Software, die wir brauchen, die findet ihr unten in der Beschreibung. Die habe ich euch da angehangen, damit ihr nicht ewig suchen müsst. Kommen wir nun zum Thema, welche Objekte lassen sich überhaupt scannen? Grundsätzlich erstmal alles. Also ihr könnt wirklich von so einem kleinen Mini-Objekt bis hin zu einem riesengroßen Haus mit der Fotogrammetrie alles scannen. Aber die Objekte dürfen nicht super hochglänzend sein. Sie dürfen nicht komplett schwarzglänzend sein und sie dürfen nicht rein weiß sein. Wenn ihr solche Objekte habt, gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, die scannbar zu machen. Das wäre zum einen, ihr könnt euch irgendwelche Aufkleber nehmen, das Objekt damit bekleben. Ihr müsst es natürlich nicht komplett bekleben, sondern in der Software braucht man einfach nur quasi vom Prinzip her ein paar Referenzpunkte, damit die einzelnen Bilder halt alle unterschiedlich sind, damit die Software quasi von Bild zu Bild weiß, wo sie gerade ist und nicht nur weiß, 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 ne? Oder schwarz, schwarz, schwarz. Glanzpunkte kann man ganz gut wegmachen mit Mehl, Babypuder oder wasserlöslicher Farbe, weil auch wenn man Glanzpunkte hat, dann wird das Licht so blöde hin und her reflektiert, sodass auch hier die Software dann Probleme kriegen könnte. Ja, wie das jetzt genau im Detail funktioniert, zeige ich euch gleich im Feldversuch. Ihr könnt für den Scan entweder eine normale Spiegelreflexkamera nehmen, die benutze ich. Wichtig ist, stellt euch einmal die Brennweite hier vorne ein und dann fasst das Ganze nie wieder an während des kompletten Scans, weil sonst die Software nicht die ganzen Punkte zusammensetzen kann. Ihr könnt aber auch euer Handy nehmen, das ist eigentlich relativ egal. Mit der Spiegelreflexkamera hat man unterm Strich, wenn man im RAW-Format fotografiert, vielleicht eine bisschen bessere Auflösung. Aber es macht den Kohl jetzt nicht so super fett für das, was wir eigentlich machen wollen mit dem Ding. Im Optimalfall ist es so, dass ihr euch einen leicht nebligen oder bewölkten Tag raussucht, so wie hier jetzt gerade es ist. Weil dann habt ihr wenig Schlagschatten, wenig harte Kontraste, was dann das gesamte Modell einfach schöner aussehen lässt und besser von der Qualität sein lässt. So, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist los? Warum? Egal, ich hätte gerne ein Sub, ein Like, ein Abo, einen Kommentar, eine Reaktion, irgendetwas von euch. Ich würde mich natürlich am meisten über ein Abo freuen, wenn euch mein Video gefällt und gefallen hat und wenn ihr es zu Ende schaut. Und ja, das war's auch schon.
Also das Wichtigste ist eigentlich, wenn ihr den Scan-Vorgang dann macht, nicht mit der Kamera irgendwie so wild hin und her fotografieren, hoch und runter, quer und ich mache noch ein Foto von hier und eins von oben und eins von da, sondern ihr müsst wirklich total gleichmäßige Umläufe um das Objekt machen. Das heißt, ich nehme zum Beispiel erst den ersten Teil des Kopfes, merke mir den Startpunkt und dementsprechend natürlich auch den Endpunkt. Dann nehme ich mir den zweiten Teil des Kopfes, gehe ein bisschen runter, achte darauf, dass sich das Ganze so ein bisschen überlappt, mache da dann einen gleichmäßigen Umlauf und das Ganze dann so lange, bis das komplette Objekt erfasst ist. Von oben und natürlich auch von der Unterseite, sprich die ganzen Unterschneidungen. Ihr braucht nach Größe des Objektes so zwischen 50 und 70 Bilder pro Umlauf. Das heißt, es kommen schon eine ganz große Menge an Daten eigentlich zusammen, bis ihr alles zusammen habt für so einen Scan. Also das werden schon irgendwas um die 250 bis 400 Fotos. Im optimalen Fall ist es natürlich so, je mehr Fotos ihr habt, desto genauer und präziser wird der Scan auch. Gut, eine Sache habe ich irgendwie nicht so richtig durchdacht. Der Hocker ist ziemlich tief und wenn man echt mehrere hundert Fotos machen muss, kriegt man da echt einen Krampf für. Ich suche mir jetzt irgendwie irgendwas, wo ich den Hocker nochmal draufstellen kann, dass das Ding ein bisschen höher ist und damit man ein bisschen entspannter fotografieren kann. So, wichtig ist jetzt, wenn ihr wieder umgebaut habt, so wie hier, müsst ihr auf jeden Fall nochmal wieder alle Fotos löschen und wieder ganz von vorne anfangen. Ja, und wenn euch dann am Ende die Arme wehtun und ihr euch 100 Kilo schwerer fühlt, einfach weil alles so schlaff ist, dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Eine Sache muss ich vorab noch sagen, und zwar liegt das Video jetzt schon, beziehungsweise das Videomaterial jetzt schon eine ganze Weile hier rum und ich habe den kompletten Meshroom Cache gelöscht, weil es halt wirklich meinen Speicherplatz komplett gesprengt hat. Deswegen kann ich euch das leider nur, zumindest was die Fotogrammetrie-Seite angeht, in der Theorie zeigen, weil ich einfach die Bilder nicht mehr habe. Und ja, wir versuchen einfach mal das Beste draus zu machen. Also ihr müsst als erstes euer Meshroom öffnen und dann nehmt ihr die Bilder per Drag and Drop einfach auf die linke Seite von der Software und zieht die da rein. Und was ihr dann von der Benutzeroberfläche her seht, ist vom Prinzip her eigentlich recht einfach. Unten seht ihr die ganzen Notes. Das sind die ganzen Feintuning-Sachen. Die könnt ihr theoretisch editieren, wenn ihr ganz viel Know-how und ganz viel Langeweile habt. Würde ich euch für den Anfang aber überhaupt nicht empfehlen, weil das ultra aufwendig und ultra kompliziert ist. Und in den Grundeinstellungen funktioniert das ganze Programm eigentlich schon sehr gut. Das heißt, wenn euer Scan zwischendrin irgendwie abbricht oder irgendwas nicht so läuft, wie es richtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sehr hoch, dass ihr bei den Fotos irgendwas falsch gemacht habt und nicht, dass die Software da irgendwie einen Fehler drin hat. Das heißt, ihr müsst dann noch einmal eure Fotos durchschauen. Vielleicht seid ihr zu große Sprünge gegangen von Foto zu Foto oder ihr seid zu viel hoch und runter mit der Kamera oder ihr habt die Brennweite verändert. Und dann müsst ihr dann da mal auf Troubleshooting gehen. So, jedenfalls, ihr habt eure Fotos per Drag and Drop reingezogen. Ich habe das jetzt hier mal imaginär mit den leeren Bildern quasi gemacht und dann müsst ihr eigentlich nur oben auf Start gehen und dann fängt die Software an zu rödeln. Das kann mitunter so zwischen 2 und 5 Stunden dauern. Von links nach rechts wird dann so ein Balken langlaufen, wo ihr dann quasi den Fortschritt sieht der Rechnung. Nehmt euch einen Kaffee, nehmt euch ein Bier, was auch immer, macht irgendwas anderes, geht rausfliegen, keine Ahnung. Aber euer Rechner wird dann halt erstmal ausgenockt sein. So, wenn die Software dann fertig gerechnet hat, erscheint auf der linken Seite ein Punktmodell, eine Punktwolke, wo ihr dann die einzelnen Kameras auch seht. Und in der Mitte seht ihr dann einen Button, wo steht Load Model. Da müsst ihr dann draufklicken. Und daraus generiert er dann euer 3D-Modell, wo ihr dann am Ende eure STL-Datei findet, ist, wenn ihr in euren Ordnern auf den Meshroom-Ordner geht, in den Cache-Ordner, da sind dann, ich glaube, um die 8 verschiedene Ordner und dann den ganz unteren, den allerletzten Ordner, den er erstellt hat. Da ist dann eine STL-Datei drin. Und diese STL-Datei könnt ihr dann nehmen, um sie dann weiter in Blender zu bearbeiten. Wenn ihr euer Blender geöffnet habt, dann erscheint als erstes der Standard Cube, eine Kamera und ein Licht. Das wollen wir erstmal löschen. Das heißt, die erste Tastenkombination, die wir brauchen, ist einfach nur A, dann X und dann Delayed. Dann ist alles weg und dann könnt ihr eure STL-Datei reinladen. Zum Reinladen der STL-Datei geht ihr oben links auf File, dann Import und STL. Das, was ihr nicht machen könnt, ist Drag and Drop. Das nimmt Blender überhaupt nicht an, nicht, dass ihr euch da wundert. So, und dann müsst ihr in dem unglaublich übersichtlichen Blender erstmal eure Datei finden. Wenn ihr dann eure Datei reingeladen habt, das kann mitunter auch 1-2 Minuten dauern, weil die Datenmenge wirklich sehr, sehr groß ist, die aus Meshroom rauskommt,
Dann könnt ihr euch erst einmal genau anschauen, ohne Haken, was ihr überhaupt zustande gebracht habt. Hier bei mir ist es so, dass ich schon vorab schon eine Bodenplatte mit reingesetzt habe, damit der Hund einfach irgendwie ein bisschen niedlicher steht. Und wie ihr sehen könnt, es ist halt echt gerade hier an den Ohren, da hat es halt beim Wind ein bisschen geschlackert, ne? Da hat er halt echt seine Probleme gehabt, das aufzunehmen. Und es ist halt generell recht rau und auch hier unten auf der Unterseite bei den Unterschneidungen fehlt ihm auch ein bisschen Videomaterial. Das heißt, grundsätzlich ist das Modell ganz okay geworden und wir wollen es einfach nur ein bisschen aufarbeiten. Wie navigiere ich überhaupt im Länder? Ihr drückt die mittlere Maustaste, dann könnt ihr drehen. Wenn ihr die mittlere Maustaste drückt und Shift drückt, dann könnt ihr das Objekt bewegen. Wenn ihr die mittlere Maustaste einfach nur nach vorne und nach hinten bewegt, könnt ihr zoomen. Das ist so grundsätzlich erstmal das Ding. Standardmäßig ist es so, dass eure Benutzeroberfläche noch nicht komplett erscheint. Das heißt, ihr müsst erst einmal N drücken und dann habt ihr hier eure ganzen Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Es ist manchmal so, dass tatsächlich euer Objekt nicht ganz drauf zu sehen ist. Dass es quasi im Hintergrund im Nichts verschwindet. Das könnt ihr beheben, wenn ihr auf View geht, das Clipping End höher setzt, meinetwegen auf 5000 oder so. Dann wird dieser dunkle Horizont, den ihr hier seht, einfach nochmal weiter nach hinten gesetzt. Angenommen, euer Modell, wenn ihr es reingeladen habt, ist irgendwie, keine Ahnung, hier so, ganz weit oben, weg, ihr seht es einfach nicht. Dann müsst ihr auf die Komma-Taste drücken und dann erscheint es erst einmal in eurem Sichtfeld. Was ihr dann als nächsten Schritt noch machen müsst, ist, dass ihr euer Objekt natürlich irgendwie hier in den Mittelpunkt reinkriegen müsst. Das bedeutet, ihr müsst auf das Objekt gehen, sagen Set Origin und dann Geometry to Origin. Ganz nebenbei bemerkt, dieser orangene Punkt, den ihr hier seht, der ganz kleine, das ist der Origin und dieses rot-weiße Ding, das ist der 3D-Cursor. Das heißt, ihr könnt da mit den Nullpunkten auch noch mal ein bisschen rumexperimentieren. Das heißt, ihr habt zum einen mit Rechtsklick einmal die Möglichkeit, den Origin zu versetzen. Und dann habt ihr mit Shift und S hier noch mal die 3D-Cursor-Varianten, wenn ihr sie braucht. Beim Arbeiten mit Blender ist es so, ich benutze sowie eine Maus als auch so ein Grafiktablett. Natürlich ist es so, dass nicht jeder ein Grafiktablett zu Hause hat, wobei das Ding, glaube ich, übelst günstig war. Ich glaube, ich habe dafür 60 oder 70 Euro oder so bezahlt. Aber das, was ich mit dem Grafiktablett mache, das ist nur letztendlich Luxus, aber ihr könnt genau das gleiche auch mit der Maus machen. So, und das, was wir jetzt machen wollen, ist eben an dem Bärchen erst nochmal die Grundplatte drunter setzen, die jetzt schon drunter ist, aber wir gehen den Schritt trotzdem nochmal zusammen durch. Ein bisschen Konturen schärfen und das ganze Objekt glätten. Wir möchten jetzt gerne einen Zylinder einfügen. Dafür drücken wir erst einmal Shift und A, sagen hier oben direkt Mesh und sagen dann Zylinder. Jetzt haben wir hier einen Zylinder. Dieser Zylinder ist jetzt natürlich noch in recht grobe Segmente unterteilt. Das heißt, wir gehen auf Add Zylinder und sagen Vertices, ein paar mehr, damit es ein bisschen runder ist. Dann drücken wir ihn erstmal weg. So, und jetzt ist er natürlich noch hier irgendwie blöd im Mittelpunkt im Raum. Wenn ich meine Ansicht ändern möchte, ganz nebenbei bemerkt, kann ich das mit den Tasten machen. Und zwar, wenn ich 1 drücke, geht er hier in die orthogonale Ansicht. Wenn ich 2 drücke, dann wechselt er wieder in die Perspektive. 3 schaut er nochmal von der anderen Seite rüber. 7 ist von oben. Na, da könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Wir gehen jetzt erstmal in 1, das heißt in die Frontsicht quasi vom Prinzip her. Und jetzt wollen wir unser Objekt bewegen. Es ist schon markiert, wie wir hier sehen. Und wenn wir jetzt G drücken, dann können wir es so bewegen, wie wir wollen. Die Y-Achse, also quasi in die Tiefe, ist jetzt gesperrt. Wenn wir gezielt bewegen wollen, drücken wir G, wie gehen zum Beispiel. Und unsere Achse, auf der wir es bewegen können, also zum Beispiel G und X. Das heißt, er kann jetzt nur noch auf dieser Achse wandern. Oder G und Z, nach oben und nach unten. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit dem Rotate, mit R, rotieren. Auch hier können wir jetzt sagen, Rotate um die Achse X. Dann dreht er um X oder Rotate um Y. Aber das brauchen wir in diesem Fall nicht, das ist nur by the way. So, dann können wir natürlich auch noch das ganze Objekt skalieren. Auch hier können wir es in verschiedene Richtungen skalieren, wenn wir S drücken. Einmal einheitlich, wir können aber auch sagen, Scale einfach nur in Z.
dann macht er den hier. Und genau das wollen wir jetzt. Das heißt, wir haben Scale Set, drücken einmal drauf und sagen dann GZ für G nach unten. Jetzt schauen wir einmal von oben auf das Objekt, drücken die 7 und dann sehen wir, ja, ist vielleicht noch ein bisschen groß, also sagen wir nochmal allgemein Scale. So. Wenn wir das Objekt jetzt bewegen wollen, müssen wir nicht unbedingt GX oder GY sagen, sondern wir können auch einfach nur G sagen, weil die Z-Achse ist nämlich gesperrt in dieser Ansicht. Das heißt, wir können das Objekt wirklich nur hier in dieser zweidimensionalen Sicht bewegen, was recht praktisch ist. Wenn wir das dann haben, auf der richtigen Position gesetzt haben, dann müssen wir diese Platte natürlich noch mit dem Bärchen verbinden. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Modifier. Und dafür drücken wir auf den Bären, auf den Schlüssel, was auch immer das ist, sagen Add Modifier und dann Boolean. So, und mit diesem Modifier können wir dann das Bärchen mit der Plane oder mit dem Zylinder verbinden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal Difference, dann haben wir Union und dann Intersect. Das, was wir wollen, ist Union. Also wir wollen quasi eins draus machen. Und es kann unter Umständen sein, dass das bei euch mit dem Exakt nicht funktioniert. Deswegen würde ich erstmal grundsätzlich das einfach auf Fast versuchen. Und dann sehen wir einfach weiter. Das heißt, wir drücken auf Fast, nehmen uns die Pipette und sagen mit dem Objekt hier. Dann wird er erstmal eine Ecke rumrechnen, je nachdem wie viel Leistung euer Rechner hat. Und hat es jetzt hier so verbunden. Das, was wir noch machen müssen, ist unbedingt Apply drücken. Dann speichert er quasi erst den Modifier, weil so kann man, wenn wir noch nicht Apply gedrückt haben, kann man hier noch was verändern. Und wenn man Apply gedrückt hat, dann ist es quasi nicht veränderbar. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich wechsle jetzt einmal kurz zu meinem Tablet, weil das ein bisschen angenehmer ist. Und das, was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist das Objekt erst einmal glätten. Das geht in diesem Modus so, wie es jetzt ist, nicht, denn wir sind jetzt gerade im Object Mode. Das, was wir jetzt machen wollen, ist das Objekt anklicken und oben rechts bei den Reitern sagen Sculpting. So, jetzt sind wir im Sculpting Mode. Und was wir jetzt machen, ist glätten. Das heißt, wir können hier übrigens genauso navigieren wie in dem anderen Mode auch. Wir haben hier unsere ganzen Werkzeuge. Da ist natürlich auch bildlich dann veranschaulicht, was passiert, wenn man da drauf drückt. Wir nehmen uns jetzt erstmal das Glätten-Werkzeug. Und wenn wir dann über dem Objekt fliegen, das heißt es noch nicht anklicken und dann auf die Taste F drücken, dann können wir die Größe bestimmen. Wenn wir Rechtsklick drauf machen, dann können wir hier auch einmal den Radius bestimmen und einmal die Intensität. Das ist auch wichtig, damit müssen wir auch arbeiten. Und vom Prinzip her ist es so, dass wir uns jetzt hier einfach durcharbeiten. Das heißt, ich kann hier rüber gehen und glätten, wo ich glatt haben möchte und ja, einfach, es ist einfach jetzt eine reine Fleißarbeit vom Prinzip her. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Kante habe und ich die ein bisschen auffälliger haben will, dann kann ich mir hier auf der linken Seite ein Werkzeug raussuchen, was die Kanten ein bisschen schärft und kann dann hier einfach vom Prinzip her so lang gehen und dann diese Kante einfach nur ein bisschen aufarbeiten. Das, was euch passieren kann, ist, dass ihr so komische Stellen hier bekommt. Das ist nämlich das Ding. Blender kann nämlich nur mit der Anzahl an Geometrie arbeiten, die da ist vom Prinzip her. Also es kann nicht automatisch Geometrie in diesem Standardmodus hinzufügen. Also wenn ich es jetzt mal hier ein bisschen übertreibe, seht ihr, das sieht echt blöd aus, weil hier dann einfach Geometrie flöten geht. Das, was ihr dann machen könnt, ist, ihr sagt, ihr macht auf der rechten Seite den Topo an. Das wird eurem PC unfassbar langsam machen. Aber ihr könnt mit diesem Dyntopo dann die Geometrie etwas aufdicken quasi. Also ich habe mir jetzt hier diesen Bobble genommen und gehe jetzt hier noch einmal rüber. Und wie ihr seht, kommt hier wieder mehr Geometrie drauf. Und wenn ich jetzt hier runterklicke und sage Detail Size, dann kann ich den noch ein bisschen runterstellen und hier rüber gehen und es wird immer feiner. Ihr müsst das jetzt nicht so komplett fein machen wie hier in diesem Bereich, weil es geht mit diesem Bobble-Werkzeug einfach nur darum, ein bisschen Geometrie aufzubringen, damit er fleischer zu arbeiten. Und wenn wir das haben, dann können wir wieder auf unser Glätten-Werkzeug gehen
und hier einmal drüber glätten. Und wie ihr seht, wird sie jetzt langsam aber sicher wieder schön glatt. Und dann im nächsten Arbeitsschritt wieder auf das Kantenwerkzeug. Und dann sieht das Ganze schon anders aus. So, ich stelle jetzt noch einmal den Topo aus, weil ich euch noch etwas zeigen möchte. Es ist natürlich, je größer das Objekt ist und je mehr ihr den Topo verwendet und es noch größer wird, desto mehr fängt Blender an zu haken. Da habt ihr die Möglichkeit, hier unten in dem Bereich bestimmte Bereiche auszublenden. Und zwar mit Boxhide. Das empfehle ich euch auch. Das heißt, ihr sagt zum Beispiel, oh, ich möchte hier an dem Ohr arbeiten. Das heißt, ihr geht auf euer Boxhide-Tool, markiert das und schneidet quasi das raus, woran ihr nicht arbeiten wollt. So. Und das dürfte euren PC eigentlich ziemlich verschnellern, wenn ihr das dann wieder haben wollt. Wenn ihr euch dann irgendwie durch das ganze Objekt durchgewurschtelt habt, und das kann am Anfang wirklich super, super lange dauern, aber wenn ihr erstmal den Dreh raus habt beim Sculpting, dann geht es recht zügig. Dann sieht euer Objekt dann ungefähr so aus, also vom Arbeitsstand her, vom Prinzip her. Und ja, das, was ihr natürlich auch noch machen könnt, ihr habt hier noch Feineinstellungen auf der rechten Seite und die kriegt ihr auch, wie in dem anderen Mode, wo wir vorhin waren, mit der Taste N quasi wieder zurück. Das habe ich noch vergessen zu sagen. So, das hier ist dann euer fertiges Objekt und es wäre jetzt rein theoretisch bereit für den 3D-Drucker. Also, ihr geht wieder auf Layout, guckt es euch an, seid zufrieden damit oder auch nicht, wie auch immer. Und dann müsst ihr natürlich noch die Größe skalieren. Könnt ihr hier auf der rechten Seite machen. Wie gesagt, wenn euch das Menü flöten gegangen ist, mit N könnt ihr es wieder ranholen. Bei Item und dann auf Dimensions. Und das, was ihr hier seht, das sind Millimeter. Das heißt, das Objekt ist jetzt in der Z-Achse, also hier, 98,8 mm hoch. Das könnt ihr hier manuell ändern oder ihr klickt einfach drauf und macht Scale und dann seht ihr, wie sich das Objekt hier ändert. Gut, was fehlt noch? Genau, manchmal kann es euch passieren, dass euer Objekt zu groß ist, also zu groß, um es dann später im Slicer für den Drucker zu öffnen. Wenn euch das passiert, dann müsst ihr einmal auf das Objekt draufdrücken, dann auf den Schlüssel da und dann auf Decimate gehen. Hier seht ihr dann die Anzahl der Flächen. Das ist schon recht groß, aber der Drucker kommt damit noch ganz gut klar. Aber wenn es zu groß wird und ihr merkt, dass euer Slicer einfach komplett den Geist aufgibt, dann könnt ihr hier dann einfach einen prozentualen Wert angeben. Also nicht auf 1, sondern meinetwegen auf 0,5. Dann habt ihr es 50% reduziert. Und ja, so könnt ihr euch dann einfach nach vorne rantasten. Und auch hier ist es natürlich wichtig bei dem Modifier, dass ihr danach, wenn ihr fertig seid, unbedingt auf Apply geht, sonst merkt er sich das nicht. So, wenn ihr euer Objekt dann exportieren wollt, drückt ihr auf das Objekt drauf, das ihr es markiert habt. Dann geht ihr auf File, Export, STL und dann exportiert ihr es dahin, wo ihr es hinhaben wollt. Ganz wichtig ist aber, dass ihr Selection Only anhabt, sonst exportiert er einfach alles komplett kreuz und quer mit, was sonst noch in der Datei rumfliegt. Mir ist durchaus bewusst, dass das alles total viel für den Anfang ist und es kann wirklich passieren, dass ihr vor allem bei Blender auf Dinge stoßen werdet, die ich so in diesem Video nicht erwähnt habe oder die nicht 1:1 funktionieren oder dass ihr wirklich am liebsten den Laptop an die Wand klatschen würdet oder euren PC. Das ist komplett normal bei dieser ganzen 3D-Geschichte. Vor allem, wenn man da das gerade zum ersten Mal macht, ist das halt echt, echt hart. Aber versucht das auf jeden Fall durchzuhalten. Es gibt jede Menge geile Blender-Tutorials, die euch vielleicht weiterhelfen können. Stellt eure Fragen, die ihr habt, auch unter dem Video in die Kommentare rein. Ich versuche euch da auch nach bestem Wissen und Gewissen zu helfen und euch da durchzubringen. Und lasst euch einfach nicht entmutigen, weil am Ende habt ihr vielleicht wirklich ein ultra cooles 3D-Modell, was ihr ganz alleine gemacht habt für 0 Euro, was euch nur ein bisschen Arbeit gekostet habt. Und ja, letztendlich könnt ihr dann wirklich stolz auf euch sein, wenn ihr es geschafft habt. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos in diesem Stil sehen wollt, könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich natürlich auch ultra freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auch natürlich meine Videos schaut. Damit steht und fällt das Ganze nämlich.